hatte so ein Gefühl. Ein ganz komisches Gefühl. Na, Mädels? Das Flugzeug explodiert gleich! Das ist kein Witz! Das ist kein Witz! Wir werden aus der Maschine geschmissen, bloß weil Browning schlecht geträumt hat. Ich hab's gesehen. Das Flugzeug explodiert gleich! Es explodiert gleich! Deinetwegen bin ich noch am Leben. Man sagt, die Stunde des Todes ließe sich nicht vorhersagen. Aber der Tod könnte noch heute Nachmittag kommen. Vielleicht war Todd nur der Erste von uns. Indem ihr das Flugzeug verlassen habt, habt ihr den Tod ausgetreten. Das war Zufall. Im Tod gibt es keine Zufälle. Und keinen drin. Du musst nur herausfinden, wie und wann er sich euch holen will. Diese Botschaft weist auf einen Plan hin. Wir werden sterben. Außer wir entschlüsseln die Zeichen und tricksen ihn damit wieder aus. Der Tod ist noch nicht fertig mit uns. Ich weiß, wer der Nächste ist. Kein Mensch bestimmt über Leben und Tod. Es sei denn, er nimmt Leben und verursacht Tod. Ich werde das nicht zulassen. Bist du jetzt Gott oder was? Wer ist der Nächste? Gibt sich der Typ etwa ein Bier rein? Wow. Kimberly, guck mich an! Mein Gott! Was hast du gesehen? Es wird einen schrecklichen Unfall geben! Alle werden sterben! Dadurch, dass wir noch leben, obwohl wir sterben sollten, haben wir den Plan des Todes durchkreuzt. Das heißt, dass der Tod immer noch hinter uns her ist. Ich habe ein ganz schreckliches Gefühl. Es ist noch nicht vorbei. Die aus der Achterbahn rausgekommen sind, werden trotzdem sterben. Außer wir finden einen Weg, es zu stoppen. Ich hätte nie gedacht, ich sehe meinen Tod, bevor es soweit ist.
alt ist dieser Bau? Kein Schimmer. Schon gut, dafür haben sie den Zaun gebaut. Hier raus. Wir sterben sonst alle, okay? Es wird einen Unfall geben. Kriegst du nicht mehr richtig? Du hast das gesehen, bevor es passiert ist. Wir haben überlebt, genau wie ganz viele andere auch. Ich habe ständig Visionen. Ich sehe, wie die Nächsten sterben sollen. Was meinst du mit die Nächsten? Die Überlebenden des Unfalls. Was ist, wenn wir gar nicht überleben sollten? Was wird mit uns geschehen? Ich glaube, wir können es stoppen. Vorsicht! Ich versuche mal, die Puzzleteile zusammenzusetzen. Hier steht im Aussageprotokoll, ich wusste, dass es passieren würde. Ich hatte eine Vision. Sie haben alle vorab gewarnt, dass die Brücke einstürzen wird. Raus aus dem Bus! Und Minuten später tat sie es. Ich sag Ihnen, was ich glaube. Es gibt auf alles eine Antwort. Die Behörden bezeichnen den Einsturz der Brücke als verrückte Laune der Natur. Es hatte natürliche Ursachen. Klar, wohl eher übernatürliche. Der Tod wird nicht gern ausgetrickst. Ich habe so etwas schon mal erlebt. Ein paar Auserwählte überleben das Unglück. Aber einen nach dem anderen holt sich der Tod sie dann doch. Soll das heißen, wir können es nicht verhindern? Ihr solltet gar nicht hier sein. Also gebt dem Tod jemand anderen an eurer Stelle. Moment, wir töten jemanden und kriegen dafür sein Leben? Wenn wir fertig sind, sehen Sie gestochen scharf. Bin gleich wieder da.